Sehr, sehr schade. Mega nice auf Intoxicated, auch minimalistischer Drop, weil er kennt die Songs, er kennt seine Songs nicht gut genug. Er hat einfach die Hausaufgaben, die Vorarbeit nicht ordentlich gemacht. Wenn ich jetzt so eine Hochzeit habe und ich lege da den derbsten Trap oder den krassesten, hartesten Elektro auf, das passt halt auch nicht. Also das wird dann auch schwierig. Heute gibt es einen DJ-Mix von einem DJ-Bewerber. Wir werden den analysieren, ein bisschen auseinandernehmen, was war gut, was war nicht gut. Und vielleicht kannst du für deine DJ-Bewerbung oder auch sonst für deine Mixe an sich ein paar Tipps mitnehmen aus diesem Video, dass dein Mix besser wird. Und vielleicht auch, wenn du dich wo bei einer Agentur, in einem Club, bei einem DJ-Contest, worauf du achten kannst und was auf jeden Fall bei so einer Bewerbung, bei so einem Einsenden eines Mixtapes wichtig ist. Ich zeige dir das in diesem Video. Ich würde sagen, wir rollen das Intro ab und dann let's go. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Max von B&J Events und wir sind eine DJ-Agentur und DJ-Schule. Jetzt geht's los mit dem Video. Okay, wir starten erstmal mit dem ganz von Anfang an, kurz. You ever get the feeling that you have to get away from it all? When the life you have just isn't enough? I mean, you go to college until the dude out there that you haven't seen. Ich werde hier ein bisschen durchgeblendet, natürlich. Immer wieder. Promises von Chami. Also hier kurz einhaken. Also hier mixte er den einen Song rein. So, da sind ja jetzt so diese zwei Vocals übereinander. Ich würde tendenziell sagen, nicht so geil. In dem Fall geht es, weil es relativ geloopte Vocals sind, also jetzt nicht wirklich eine Art Lyrics richtig, sondern eher so immer Let's Get It Funk und Let's Get It Funk. Die wiederholen sich ja so ein bisschen bei dem einen Song, den er reinmixt. Das ist noch okay, aber es ist an der Grenze, würde ich sagen. Laurent Dance. Let's get it crunk up on up in this dance. Finde ich eigentlich ganz cool so. Ist ein bisschen fresh. Hello.
Kann man so machen. Vielleicht fast am Anfang ein bisschen langgezogen, zu oft à l'endorse so die Melodie, die Melodie reinlaufen lassen, aber ansonsten cool gemacht, eigentlich eine coole Sache. Auch kurz, bisschen doppelt, bisschen daneben, aber schnell korrigiert wieder. Auch da finde ich es kritisch wieder. Da sind zwar nicht unbedingt zwei Vocals übereinander, aber das Problem ist, die erste 32er, da ist ja der Drop relativ minimalistisch. Und dann kommt nochmal so diese Lead-Melodie. Dieses kommt ja nochmal hinzu, on top, auf den minimalistischen Drop. Ja, und dann kommen diese Vocals noch. Dieses keine Ahnung, was die da singt, whatever. Die kommen da on top und das ist ein bisschen viel. So dieser Beat mit dem deepen Drop, so minimalistisch, dann die Top-Melodie und dann diese Vocals, gechoppten Vocals da. Too much. Da deswegen auch immer aufpassen, da ist immer wichtig, dass man seine Songs kennt, die Struktur der Songs kennt, wo ist welcher Part, wo sind Vocals, ja, wo ist die Melodie, wo ist minimalistischer Drop, das ist immer wichtig. Weil in dem Fall, du weißt nicht, auf was kannst du dich konzentrieren und irgendwie ist das dann so zu viel, kann dann auch irgendwie nix sein. Also alles oder nix oder wie sagt man? Auf jeden Fall ist es dann schwierig für den Zuhörer oder auch für den Tänzer so auf was soll ich jetzt mich bewegen? Auf dieses oder dieses ist ein anderer Rhythmus dann auch einfach, ne? Und es ist dann schwierig zu tanzen davon. Aber cooler Song, gefällt mir. Schön dieses Piano, schön Pianohaus. Gefällt mir richtig gut. Also so Songauswahl und so der Style finde ich echt gut eigentlich so. Gefällt mir. Hier fällt mir ein bisschen was technisch, produktionstechnisches eher schon so. Also keine Ahnung, was das für eine Version ist. Entweder ist der Song im Original, also ohne gepitcht hier mit dem Pitchfader, deutlich schneller. Oder halt die Vocals von Day Night. Ich glaube, der Originalsong hat auch 132 BPM, soweit ich weiß. Und hier hat er ihn halt dann runtergepitcht auf mindestens 128, wenn nicht auf 126. Und irgendwie wirkt das sehr jittery, also abgehackt und die Vocals wirken sehr träge, irgendwas hängt da ein bisschen oder die Produktion ist auch nicht so gut, das ist nicht richtig gewarpt irgendwie, also I don't know, hört sich ein bisschen seltsam an. Irgendwas passt nicht. Aber das ist jetzt ein Produktionsding, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Mix an sich so unbedingt zu tun. Hier eine Sache an sich vom, so wie ich den Mix auch so vom Faden her konzipiere oder von der Struktur her. Also hier fällt mir auf, dass dieser Song, der ist sehr träge, monoton und da passiert nicht viel und er lässt den aber ewig lang laufen. Ja, hier guck mal, also. Erster Drop. Break. Zweiter Drop. Aber da passiert halt nichts. Der geht halt nicht nach vorne, der ist. Ja, und nach 32 Beats habe ich da dann auch, sage ich, okay, geil, was kommt jetzt? Next. Wir sind mittlerweile ja auch in einer Generation mit TikTok, mit den ganzen Reels, Shorts und so weiter. Und wir brauchen einfach schnell irgendwelche Wechsel, damit die Attention hochgehalten wird. Der Song ist jetzt echt zu lang drin, ey. Und dafür ist er auch einfach zu schwach. Und nochmal, dritter Drop, dreimal den Drop und der ist so minimalistisch. Mm-mm. Leichter Doppelbeat, muss er korrigieren in so einem Fall. Doppelbeat,
Tipps gerade sogar noch. Auch hier. Das ist das perfekte Beispiel. Intoxicated von Martin Solveig. Mega geiler Song. Ist, funktioniert auf jeder Party, ist einfach ein Brett, weil der ist einfach, das ist ein, eigentlich ist der Song ist eigentlich ein Tool, nennt man das, ja. Bei DJs, unter den DJs nennt man das ein Tool, weil das ist ein Song, der immer funktioniert, der immer geil reinzumixen ist und der immer einfach Power hat, ja, der einfach immer funktioniert, so, ne? So, und hier ist das Ding. Also erstmal die Vorarbeit oder der Vorsong, Day and Night, der läuft meines Erachtens, also ich versuche hier wirklich ehrliches Feedback zu geben, wenn man live auflegt, was funktioniert und was nicht. Ja, ich kann das anhand von 10 Jahren DJ, live DJ auflegen auf Partys, auf in Clubs, in Studentenpartys, Hochzeiten, Geburtstagen, kann ich das halt genau sagen, was funktioniert nicht. Und Day and Night hier läuft viel zu lange, das funktioniert nicht. Da gehen die Leute von der Tanzfläche, gucken dich an und sagen, Digga, was machst du da? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber das ist einfach so, das ist die Realität. So, und dann kommt noch on top, dass hier Day and Night schon extrem lange läuft und dann mixe ich Intoxicated super spät und super lange rein. Da fange ich an bei 16, wir gucken mal, 16, 10. Der Mix ist einfach viel zu lang. Und zweites Ding ist, bei dem, weil der Mix, der Übergang viel zu lang ist. Erstens ist Day and Night, läuft schon viel zu lange. Das ist die Aufmerksamkeit oder die Attention der Leute ist schon super weit unten oder schon so von wegen, ja, komm, mach Gas, mach Next, ne? So Next. Und dann kommt Intoxicated auch noch super lange rein, also dauert auch nochmal super lange und dadurch ist das so doppelt. Also einmal schon der Vorsong ist mega lange und auch minimalistisch und irgendwie fehlt ein bisschen Pep. Dann kommt der Übergang, der hat auch zu wenig Pep, weil er einfach nicht schnell genug geht. Ja, und dadurch ist dann, glaube ich, danach die Attention ganz unten und dann ist es super schwer, dann wirkt der Übergang wirkt dann auch nicht oder der Effekt wirkt nicht. Intoxicated ist ein Song, der geht so auf die Eins, bam, mit diesem dum, 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 dum. Das hat richtig Impact, aber so ist dieser Impact komplett verloren. Deswegen darauf achten. Also ich zeige euch das mal kurz mit dem Übergang, was einfach wichtig ist. Und deswegen, ihr seht das hier schon an den Markern. Ja, bei Intoxicated hat hier zwei, also das Intro ist nämlich, wenn ich auf 4 gehe, 3, das ist eine halbe Minute ist das Intro lang, aber ich mache den Übergang super short. Und zwar jetzt lassen wir Don't Worry, lassen wir laufen. Der fetzt auch richtig, coole Version auch von Gordon Doyle. Ja, hier ist einfach wichtig, dass ihr die Punkte wisst, ja. Und ihr habt gesehen, ich mix da, also ich gehe da voll rein, ja. Das ist völlig, das interessiert keinen, ne. Wir können hier Gordon Doyle nochmal der erste Drop hier. Ich brauche nur den ersten Drop. So, da kommt der erste Drop. So, und dann hier schon in der zweiten Phase des ersten Drops kann ich schon Intoxicated reinmachen, ja. Der Punkt ist ganz wichtig. Da muss ich voll weg sein. Hier. Da darf nichts mehr sein. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen. Wo waren wir? Intoxicated. Ja, auch hier, glaube ich, kommt noch mal was. Mega cool, finde ich nice. Move Your Body, ne? Von Rainbows oder wie das heißt.
Sehr, sehr schade. Mega nice auf Intoxicated, auch minimalistischer Drop, so wie vorhin bei Day Night. Da kann man mega gut entweder eine Melodie drauf packen, ja, am Anfang, also von einem Song, die Break, die Melodie on top packen, wie ich es auch schon mal in einem Übergang der Woche gemacht habe. Verlinke ich euch hier mal mit Loud Luxury und Body und Holiday von DJ Antoine. Checkt das mal aus, ja, da ist sogar die Break mit den Vocals. Auf den Drop, auf den minimalistischen Drop. Das geht, das kommt richtig cool. Hat einen coolen Effekt auf jeden Fall. Hat er hier auch gemacht mit Move Your Body auf Intoxicated. Cool gemacht, aber der Ausgang passt nicht. Hier, dieser Part, diese Stelle. Da muss er zu Move Your Body gehen. Da muss er Intoxicated weg. Und nicht, und jetzt ist nämlich der Fehler. Jetzt kommt Folgendes. Da sind jetzt wieder die Vocals von Intoxicated, weil er kennt die Songs, er kennt seine Songs nicht gut genug einfach dann. Ne? Er hat einfach die Hausaufgaben, die Vorarbeit, hat er nicht ordentlich gemacht. Es heißt, jetzt weiß er nicht, oh, Intoxicated, da kommt ja nochmal in der zweiten Phase des zweiten Drops oder des ersten Drops kommt Vocals wieder. Ne? Da startet Martin Solveig wieder mit seinen Vocals und Move Your Body hat jetzt auch noch Vocals am Start. Also clasht das wieder, ne? Und das ist dann halt nicht so nice. Ne? Und das ist jetzt halt, das passiert ihm jetzt das zweite Mal in dem Mix, in dem Set, was er mir schickt. Und man muss ja auch berücksichtigen, das ist ja jetzt nicht live. Wenn das live passiert, mein Gott, passiert. Dann muss man das versuchen, irgendwie so gut es geht zu kaschieren oder halt so gut es geht den Übergang halt durchziehen. Da muss man, ich sag's, ja, muss man einfach durchziehen. Aber hier bei so einem Set, da würde ich sagen, hey, nehme ich nochmal auf. Damit bin ich nicht zufrieden. Ich habe ja die Möglichkeit. Ich kann ja zu Hause hergehen, okay, sagen, komm, das soll ja ein Bewerbungsmix sein. Also, was mache ich? Der Übergang war nix. Ich mache das Set nochmal. Und damit lerne ich dann ja auch. Damit lerne ich, ah, okay, Intoxicated hat da Vocals. Dann weiß ich das, dann habe ich den Fehler jetzt gemacht, mache das Set nochmal und dann beim nächsten Mal, wenn ich live auflege, weiß ich, ah, okay, Intoxicated hat da Vocals. Ist mir ja bei dem Bewerbungsmix passiert, passiert mir also nicht wieder. Also ich lerne aus meinen Fehlern. Komm schon, es ist kaum mehr was los. Ich hab Kopfweh und der DJ spielt die ganze Zeit nur so Elektrozeugs. Tatsächlich. Was von David Guetta machte. Komm, lass uns nach Hause gehen. Ich geh, komm, lass uns doch ein bisschen. Ich hab ne Wohnung von innen. Okay. Hier stimmen ein paar Sachen nicht. Aber gehen wir das mal durch. Das ist so, manchmal ist es so lang, da denke ich mir, okay, wo ist er da jetzt reingegangen? Ich habe schon richtig die Orientierung verloren. Ja, passiert nämlich jedem da mal. Also es sollte nicht passieren. Boah, was ist hier los, Alter? Also hier fängt der Drop an. Ich mach da mal einen neuen Cue-Punkt. Und der Song. Oder er mixt, der Mix ist, läuft in 128 ppm scheinbar. Aber wir wollen jetzt nicht das nochmal alles anhören. Ich mix da jetzt mal, ich spule mal nach vorne. So, 32er Bar, ja. Also schon mal 8 Bars, ja. Puh, Junge, Junge. Nochmal, 64. Da geht er ja rein, ne? So. Okay, da geht er rein, aber... Also hier geht er rein. Machen wir mal da die 7. Die 7, da geht er rein. 1, 2. Auch hier wieder, ja. Also, Timing, okay. Ist
korrekt von den Phrases her, ja. Aber auch hier wieder, also dieser Part hier. Oder wird und die Vocals sind so übelst gefiltert oder so. So dünn irgendwie. So wie, als wären sie fast weg. Ich spule jetzt mal mit Achter. Ja, also hier sind auf jeden Fall irgendwie drei Songs drin oder einfach von Laserkraft 3D eine andere Nein-Mann-Version mit diesem Beat hier, mit diesem. Hier, einen kräftigen Beat. Hört man hier jetzt auch. Da ist nämlich Laserkraft 3D, hat er so weggefiltert irgendwie. Und dann ist trotzdem der Beat hier noch drin, aber das ist nicht der von Low. Dieses Bo, 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 Bo. Ja, dieses. Ja, geht mir auf jeden Fall auch deutlich zu lange. Hat dann, verliert irgendwie dann auch am Impact. Und hier ist auch schwierig, weil er einfach so ein, ja, es hat zwar ein House-Beat low, aber, oder ein House-Tempo, so rum, und ist aber ja eigentlich so ein Hip-Hop-Song und dann Smack That zu, von Akon, auch Hip-Hop, und dann geht er mit dem Pitch, wird er langsamer und das macht dann den Mix eher noch träger. Ich sag ja immer, besser ist es, ihr werdet immer schneller im Set und irgendwann droppt ihr und fangt wieder von unten an, weil ein Set so monoton auf 128 und dann langsamer werden lassen, ist schon eher so ein Downer oder ist so von wegen, okay, jetzt ist die Party langsam mal zu Ende, ne? So, und das dann auch noch in so einem smoothen Mix und nicht mit Cuts irgendwie, ist dann schwierig. Ja, kann man machen. Okay. Also erstmal so, was ich ganz gut fand, war, dass er, also erstmal fand ich gewisse Songs und Versionen, die er gespielt hat, haben mir gefallen. War ein cooler Style, gefällt mir. So Piano House, ein bisschen diesen Deep House, ja, diesen Bass, also Bass House so ein bisschen, mag ich, gefällt mir. Und auch, dass er sich viel getraut hat, also er ist immer früh rein, nicht immer, aber tendenziell auch früh rein mit der Melodie schon, hat schon angeteasert und ist auf den ersten Drop einfach direkt rein mit einer Melodie oder mit Vocals. Also das sind so die positiven Sachen. Kommen wir eher jetzt nochmal zu den anderen Punkten. Und zwar, was ich schwierig fand, war einmal, dass er öfter es ihm passiert ist, dass zwei Vocals übereinander waren oder einfach zu viele Elemente übereinander. Also dann noch der Drop mit noch einer Top-Melodie und noch Vocals vom anderen Song und dann war es einfach too much. Dann ist mir aufgefallen, dass er öfter die Mixe, die Übergänge viel zu lang gemacht hat. Also er hat den Song eh schon sehr lang laufen lassen. Bestes Beispiel war da Day and Night mit Intoxicated. Day and Night lief schon ewig, also ewig lang mit drei Drops
Und dann im dritten Drop, relativ spät, ist er mit Intoxicated rein, auch nochmal mit einem vollen Intro, was dann auch ewig gedauert hat, bis es reinkam, und dann hat voll der Impact gefehlt und die Menschen, die Attention, also die Aufmerksamkeit war schon meines Erachtens ziemlich weg. Dritte Sache war, das war mit dem dann beim Hip-Hop so quasi Part oder beim Hip-Hop-Part mit Low zu Smack That, dass das alles mixen ist dann halt schwierig. Also ich finde so bei Hip-Hop ist es eher besser, schnelle oder Cut-Übergänge zu machen, ja, oder auch Scratchen oder mit einem Break-Effekt vielleicht mal mit einem schnellen Zack, Break-Effekt, Zack, nächster Song und dann Full Blast, dass das mehr Impact hat. Weil so ist das irgendwie so sehr, sehr, sehr monoton dann. Wenn du dann House mixt, okay, gut, klar, das ist so, da ist es auch angebracht, passt auch, aber bei Hip-Hop dann eher weniger. Kann man auch machen, mache ich auch viel, aber das muss dann auch passen und dann der nächste Song muss dann halt auch Impact haben. So, und wenn ich dann jetzt reinmixe und ich mixe eher von einem hypten Song, sagen wir mal Energy Level 4, ja, dazu habe ich auch ein anderes Video gemacht mit Energy Levels, verlinke ich euch hier mal, und dann gehe ich zu einem Energy Level von 3 oder 3,5 vielleicht, schwierig, sollte immer eher nach oben gehen, sowohl vom Tempo als auch vom Energy Level und dann irgendwann mal einen Drop und dann habe ich vielleicht mal von Energy Level 5, ja, 5 plus, Can't Hold Us, geh dann zu einem Song wie Angels, Robbie Williams oder irgendeinem Song, wo alle sich in den Arm liegen können. Ja, das passt dann. Das hat dann irgendwie einen Sinn, finde ich. Oder das ist dann so ein Cut, wo man sagt, okay, das ist on purpose, das macht dann wieder Sinn, als dass ich irgendwie von 5 zu 4 gehe, dann zu 3 und dann denken alle, pff, ja, jetzt schläft die Party gleich voll ein. Deswegen immer eher nach oben gehen, vom Tempo, vom Energy Level und dann droppen nach unten und wieder von Null starten. Das finde ich, ist einfach mein Ansatz oder meine Herangehensweise hat sich eigentlich auch bewährt, hat immer gut funktioniert. Vierte Sache war, also mir war hier von den Übergängen her zu wenig Variation drin. Das waren alles Mix-Übergänge, also nur immer reingemixt und auch sehr, ich sag mal, statisch reingemixt. Statisch reinmixen heißt in dem Sinne, dass ich nicht mal mit den Fadern ein bisschen spiele, mal wirklich diesen Impact habe mit Basswechsel, dass man das auch merkt oder spürt dann auf der Tanzfläche. Habe ich nicht so das Gefühl gehabt, irgendwie vielleicht auch nicht genau genug reingehört, aber ja, dann manchmal noch ein Doppelbeat gehabt. Also das sind eher so die technischen Sachen. So von der Phrase her, vom Timing her hat es wohl so weit gepasst, würde ich sagen. Das war okay. Und dann der letzte Übergang hat mir jetzt auch nicht ganz so gefallen, da von Smack That zu Shape of You von Ed Sheeran. Kann man so machen, ist okay. Ja, und einfach sonst halt wenig Variation in den verschiedenen Übergangstechniken oder Arten. So, das ist eher alles mal jetzt zum Technischen. Kommen wir jetzt so ein bisschen so mit der Intention des Mixes und der Variation des Mixes, beziehungsweise für was ist dieser Mix ausgelegt. So, und jetzt ist hier so, der DJ hat sich ja bei uns beworben und der weiß, wir sind eine DJ-Agentur, die DJs für Hochzeiten, Geburtstage, also Open-Format-DJs vermitteln für ein breites Spektrum, breites Publikum und nicht einen Club-DJ. Wenn das jetzt ein Club-Mix wäre, würde ich sagen, okay, kann man so machen, ist in Ordnung, selbst da mittlerweile die meisten Clubs wird eher im Hauptfloor oder im großen Floor wird eher auch Open Format. Bestes Beispiel ist DJ Olde, der legt von Hip-Hop über House, über mal einen Schlagersong, über mal ein Hardstyle-Brett zu Techno, ja Techno vielleicht eher weniger, aber ne, da ist alles dabei und Pop natürlich und Charts und so weiter. Hier fehlt das irgendwie komplett. Hier ist eigentlich nur House und auch nur so wirklich so Remixe, Club-Version. Also erster Aspekt ist einfach die ganze Zeit nur eine Geschwindigkeit, 128 BPM. Die zweite Sache ist, dass es sehr clublastig ist. Dritte Sache sind, das sind halt auch alles Remixe und ich glaube, da war so gut wie doch Intoxicated. Ja, da waren eher mehr Remixe, wenig Original dabei. Und da fehlt halt, dass das irgendwie für so ein breites Publikum Songs sind. Also es sind halt keine 90er dabei gewesen, kein Schlager mal oder so. Das muss jetzt da nicht drin sein, aber die Variation fehlt so ein bisschen. Da waren zwar ja ein paar bekannte Songs wie Day Night, wie Allons Danse, Intoxicated, Move Your Body, Shape of You drin, aber alles dann auch in so einer anderen Version. Und vor allem Shape of You, man muss auch wissen, auf so einer Party, nichts gegen Remixe und Bootlegs und andere Edits,
aber die sollten noch im Rahmen sein. Wenn ich jetzt so eine Hochzeit habe und ich lege da den derbsten Shit, den derbsten Trap oder den krassesten, hartesten Elektro auf, das passt halt auch nicht. Also das wird dann auch schwierig. Da gibt es dann vielleicht ein, zwei Leute, die sagen, boah, geiler DJ, was ist das für eine geile Version, das feiere ich jetzt richtig ab. Aber der Rest sagt so, boah, ist mir too much, ist zu schrill, zu heftig, zu haut zu viel rein. Ja, hier zum Beispiel Shape of You, fände ich bestes Beispiel. Dieses, diese schrille Melodie da im Hintergrund. Das. Puh, das ist so DJ Snake Style, aber dann auch schon heftig. Also so, finde ich, ist mir too much. Da würde ich dann sagen, komm, bei Shape of You spiel lieber das Original. Es muss nicht alles Original gespielt werden, aber dazu kann man auch nochmal ein eigenes Video machen. Ich finde es wichtig, es müssen Remixe sein, die passen, die irgendwie nach vorne gehen, aber die nicht zu heftig sind, ja, die nicht zu schrill sind oder nicht zu hart sind. Und das ist halt zu schrill, das haut zu sehr rein. Okay, ich würde sagen, das war's. Also erstmal nochmal, ich nenne hier jetzt keinen Namen, vielen lieben Dank an dich, ja, derjenige, der mir den Mix geschickt hat, der weiß, dass er gemeint ist. Vielen lieben Dank für das Einsenden. Ich denke, du hast gute Ansätze und hier kannst du auf jeden Fall nochmal was mitnehmen, was so wichtig ist. Wenn du halt bei uns einen Mix einsendest für eine DJ-Agentur, die auf Hochzeiten und so weiter DJs vermittelt, dann ist wichtig, dass da auch ein breiter Mix dabei ist. Also, dass da wirklich mal ein 70er dabei ist, ein 90er, ein 2000er Song, ein House-Song, ein Schlager vielleicht, ein Pop-Song, Charts, ja, also Rock vielleicht noch. Da muss alles dabei sein. Und damit kommen auch automatisch die verschiedenen Übergänge. Denn alles mixen und alles auf einem Tempo und dann das Energy-Level immer gleich, vielleicht eher noch nach unten, schwierig. Ja, das kommt dann, das reicht dann einfach noch nicht. Deswegen an dich, geh das nochmal ein bisschen durch. Vor allem auch, nimm auch mit, dass du deine Songs gut kennst, dass dann dir das nicht passiert, dass du immer zwei Vocals übereinander hast. Und schau mit den Phrases, dass du nicht erst so spät reinmixst, sondern ruhig ein bisschen knackigere, schnellere Übergänge machen kannst, auch ein bisschen früher reingehen kannst. Also vielleicht, so wie du es ja manchmal gemacht hast, schon angeteasert hast im ersten Drop, aber dann auch den Switch machen. Nicht so wie bei Intoxicated und Move Your Body, wo dann beides drin ist und ich denke so, nice, richtig cool, diese Melodie von Move Your Body auf Intoxicated. Aber dann auch, wenn Move Your Body startet dann eigentlich oder halt, wenn da der erste Intro-Part vorüber ist, dann auch zu Move Your Body gehen und nicht wieder zurück zu Intoxicated, weil das ist dann ein bisschen zu langwierig, zu too much irgendwie, ne? Ja, das würde ich sagen, waren so meine, mal die Analyse von dieser DJ-Bewerbung, von diesem Mix. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr solcher Videos und denkt dran, schreibt rein unten in die Kommentare. Mich würde interessieren, welches Format ihr mehr feiert, was ihr gerne lieber von mir sehen möchtet, ob ich mehr solche Mixe auseinandernehmen soll, beziehungsweise Übergang der Woche machen soll. Also da quasi einen eigenen Mix, also einen Übergang mache, den so ein bisschen analysiere, ein bisschen durchgehe und euch zeige, wie der geht. Oder ob ihr mehr so Talk-Videos wollt, wo ich sage, wo ich von aus meiner ganzen 10-jährigen DJ-Karriere Erfahrung spreche und über Themen anspreche, wie Angst, wie Gewalt an DJs, wie einfach generell so, was so bei Feiern die Fehler sind, auf was man achten soll. Schreibt das einfach mal gerne unten in die Kommentare. Interessiert mich blendend, was ihr gerne, was du gerne quasi sehen möchtest, welche Art von Videos, was du mehr feierst. Die kurzen Videos, die schnell langen Videos. Ne? Ich mache auch gerne sonst mal ein anderes Format noch, dass ich mehr so eine Art Podcast mache, wo ich einfach dieses Konzept, weil ich immer sehr lange Videos mache, wo das besser reinpasst. Und ansonsten findet ihr hier und hier nochmal zwei weitere Videos, die euch auch gefallen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ich bin raus und ciao. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin der Max. Wir sind eine DJ. Ja, geiles Intro, ey. Das läuft ja wieder hier.